Ich selber arbeite zurzeit in einem weiteren Projekt, das sich vor allem mit der Geschichte der Kinderheime und der Heimkinder in der Schweiz befasst. Das ist im Internet dokumentiert auf der Seite www.kinderheime-schweiz.ch. Einige der Informationen sind von dieser Ausstellung, aber längst nicht alle, von dieser Homepage, aber eben längst nicht alle. Vieles ist noch hinzugekommen durch die Forschungstätigkeit von Herrn Hemmisberger. Viele Leute fragen mich immer, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, und die Antwort ist die: Ich bin vor über 25 Jahren, und zwar ebenfalls durch Kontakte im Rahmen unserer Kirchgemeinde in Zürich-Oerlikon, über die Bekanntschaft mit Jenischen, die von 1926 bis 1973 von der Stiftung Pro Juventute systematisch aus ihren Familien gerissen wurden und dann isoliert von ihrer Herkunftskultur in Heimen als Heimkinder und in Anstalten fremd platziert wurden, einfach weil sie Jenische waren. Und weil die Kultur und Lebensweise ihrer Eltern aus Gründen, wie sie auch im Nazireich angeführt wurden, als angeblich minderwertig hingestellt wurde. Und seitdem hat mich dieses Thema, dieser Themenkreis nicht mehr losgelassen. Ich habe im Laufe der letzten Jahrzehnte dann realisieren müssen, wie breit das Spektrum solcher fremdbestimmter Schicksale, wie groß die Zahl solcher an oftmals skrupelloser Peinung ausgelieferter Kinder war. Auch im Laufe meiner jetzigen Projektarbeit höre ich immer wieder von Grausamkeiten, Lieblosigkeiten, eiskalten bürokratischen Abläufen mit zerstörerischen Auswirkungen, von hilflos versandeten Protesten, von Ausreden der Verantwortlichen, wie ich sie nie vermutet hätte und wie ich sie lieber gar nie mehr hören möchte. Denn ursprünglich hatte auch ich ein Bild der Schweiz ohne solche Aspekte in mir. Das Bild, wie ich feststellen musste, einer geschönten Schweiz. Auch ich brauchte lange, um zu verstehen, wie so etwas in einem zivilisierten Umfeld und gerade auch durch Behörden und Institutionen, die ja eigentlich dem Kindeswohl verpflichtet sind, wie das möglich sein kann. Ich will damit aber nicht sagen, dass immer alles auf diesem Feld schlecht und übel gewesen wäre. So war es glücklicherweise auch nicht. Und ich dokumentiere sehr gerne auch jene Aspekte an diesen Lebensgeschichten, die doch etwas Licht und Halt für die Geplagten gaben. Es ist auch festzuhalten, dass es immer auch Kinderheime, Pflegeeltern und auch einzelne Verdingkinderplätze gab, wo die Kinder nicht misshandelt, sondern gut gehalten und gefördert wurden. Das gab es durchaus. Schade war einfach, dass nicht alle so waren, sondern dass so viele nicht so waren. Und was auch zu würdigen ist, es gab neben den allzu vielen, die wegschauten, wenn sie auf einen Missstand stießen, neben ihnen gab es auch beherzte Menschen, die eingriffen, die Verhältnisse publik machten und die sich an die Seite der Verschupften stellten. Diese Menschen vor allem waren es, die viel zum Wandel beitrugen, der in den letzten Jahrzehnten auf diesen Gebieten stattgefunden hat. Allerdings gilt es auch heute, wachsam zu bleiben. Denn alle Kinder, auch die Kinder in sogenannten intakten Familien, sind und bleiben auf das Wohlverhalten, die Fairness und die Pflege und Begleitung durch uns Erwachsene angewiesen, weil sie so schwach und unerfahren, hilflos eben zur Welt kommen. Und leider ist es auch heute noch so, dass diese Situation, dieses Machtgefälle ausgenutzt werden kann. Dass Kinder, aber auch andere sozial Schwache wie Behinderte, Alte oder kulturell und ökonomisch Ausgegrenzte missbraucht und gedemütigt werden. Wir können nicht mit dem Finger auf die Vergangenheit zeigen und die schwierigen und dunklen Seiten unserer Gegenwart unkritisch ausblenden. Ich will nun wieder etwas konkreter werden und ich möchte dazu einige Passagen aus dem Buch, das ich erwähnt habe, Versorgt und Vergessen, zitieren. Es ist ja nicht so, dass das Elend der Verdingkinder in der Schweiz unbekannt geblieben ist. Vielmehr gehört es in Gestalt von Jeremias Gotthelfs Bauernspiegel geradezu zur Schweizer Literaturgeschichte. Denn der Erstling Gotthelfs, der 1837 erschien, ist der Entwicklungsroman eines Verdingkinds. Allerdings hat das den Generationen von Verdingkindern, die seitdem weiterhin bei Bauern, gelegentlich auch bei anderweitigen Gewerbetreibenden, drückende Kinderarbeit verrichten mussten, wenig geholfen.
Weitere Zehntausende von Kindern mussten bis in die 1970er Jahre des 20. Jahrhunderts weiterhin in solch tristen Situationen leben. Das verdeutlicht der folgende Abschnitt aus dem erwähnten Buch. Er bezieht sich auf das Jahr 1945 und die Jahre danach. Das waren für viele andere Menschen in Europa Jahre des Neubeginns und der Hoffnung. Für einen damals siebenjährigen Verdienbuben aber nicht. Ich zitiere. Er hat gesagt, es war einfach so, dass man nicht mehr Kind sein konnte. Man hatte immer eine Arbeit, die man verrichten musste. So sagt es der Betroffene selber. Und zusammenfassend schildert das Buch seine Lage aufgrund des Interviews so. Christoph Gredl war nur noch der Verdienbub, der kaum noch die Schulaufgaben machen konnte. Er hatte dafür, wenn überhaupt, erst spät am Abend Zeit. Und in der Stube gab es nur spärliches Licht. Wenn die Leute im Dorf von ihm sprachen, nannten sie nicht seinen Namen. Es ist einfach, das ist sowieso das Verdienbub. Eigentlich wusste Christoph Gredl gar nicht, was ein Verdienbub ist, bis der Lehrer in der Schule die Geschichte des Verdienbuben Jeremias aus Gotthelfs Bauernspiegel vorlas. Ein Schüler fragte den Lehrer, was denn ein Verdienbub sei, worauf dieser, offenbar ein gewiefter Didaktiker, sagte, ja schau, der da, der Christoph, das ist doch ein Verdienkind. Und Christoph Gredl musste darauf die Blicke der ganzen Klasse ertragen, alle drehten sich nach ihm um und starrten ihn an. Ende des Zitats. Das ist jetzt ein Beispiel, wo auch der Lehrer diese Ausgrenzung des Verdienkinds mittrug und da mitmachte. Christoph Gredl wurde auch sonst in der Schule benachteiligt gegenüber den anderen Kindern, wie er es ja sowieso schon war. Und diese Geschichten gibt es leider auch allzu häufig. Es gab aber auch Lehrpersonen, die anders handelten. Das war durchaus möglich. Das lag in ihrem Ermessen und hing eigentlich nur von ihrem Charakter und ihrer Haltung ab. Eine andere Geschichte betrifft ein Verdienmädchen im Thurgau der 1930er Jahre. Und dort kam es dank der Intervention eines Lehrerehepaars, eines Arztes und eines Pfarrers dann zu einer Umplatzierung. Zu den Verpflichten des Verdienmädchens Elfi Stiefmeier, das aus kleinstem Anlass immer wieder verprügelt wurde, gehörte es, morgens den Nachttopf des Bruders des Bauern zum Plumpsklo zu tragen und ihn dort zu leeren. Und nun das Zitat aus dem Buch. Eines Tages vergaß sie, den Nachttopf rechtzeitig zu leeren. Die Pflegemutter schüttete ihr zur Strafe den Inhalt über ihren Kopf. Das Mädchen durfte sich nicht waschen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als verschmutzt und stinkend zur Schule zu gehen. Sie sagte dann, ich traute mich nicht hineinzugehen, denn ich schämte mich. Da kam die Frau des Lehrers die Treppe herunter, die wohnten im Schulhaus, und fragte, was sie da mache und warum sie so rieche. Sie brachte sie in ihre Wohnung, wusche die Haare und spritzte Parfüm darauf. Elfi Stiefmeier ging strahlend nach Hause und sagte, wow, jetzt dufte ich einmal fein. Doch darauf bekam sie erneut Schläge. Und wenig später fiel sie vor der Schule, also am Ende des Schulwegs, in Ohnmacht. Sie wurde wieder in die Wohnung des Lehrers gebracht und die Lehrersfrau hat ihr die Kleider geöffnet, sie dann ausgezogen und dabei schrie sie vor Schmerzen, denn der Körper des Mädchens war übersät mit verreiterten Striemen von den Schlägen. Der Lehrer und seine Frau brachten Elfi Stiefmeier zum Arzt, der die Wunden verband. Und der setzte sich mit dem Pfarrer in Verbindung und es kam eben zur Umplatzierung, soweit das Buch. Dann geht es aber weiter und leider hatte auch der ihr anschließend zugewiesene Pflegeplatz seine Mängel. Denn der dortige Hausherr war der Meinung, am besten gehe die Pflegebefohlene überhaupt nicht zur Schule, sondern arbeite den ganzen Tag für ihn. Und diese Geschichte zeigt, sogar solche Interventionen nützen nichts, soweit sie es einfach bei der Einschaltung der Zuständigen beließen. Sie veränderten das System nicht, aber gut, es wirkt natürlich für die Betroffenen gut, wenn jemand sich ihrer annahm, sich für sie einsetzte, das schon. Aber es änderte letztlich eigentlich nichts im Ganzen, denn dazu hätte man dieses ganze System abschaffen sollen. Und das, soweit gingen dann die wenigsten, das zu fordern. Und andere Lehrer, Pfarrer, wie gesagt, die hatten sogar selber Verdienkinder oder Pflegekinder, die sie hart für sich arbeiten ließen. Ja, Sie haben einige weitere solche Geschichten gehört, andere haben Sie in der Ausstellung gesehen. Und ich könnte Ihnen noch sehr, sehr viele solcher Geschichten erzählen,
die ich in den letzten Jahren gehört habe, in den Interviews oder gelesen habe, in den Dokumenten, die ich da sammelte und die mir begegneten. Und glücklicherweise ist es auch so, dass unterdessen viele Betroffene ihre eigene Geschichte aufgeschrieben haben. Also sie haben Mut gefasst und sagen, so ist es mir gegangen, so bin ich damit fertig geworden und jetzt stehe ich da und bin der, der ich bin, ich habe es dazu und so weiter gebracht. Das ist auch eine Folge dieses Bewusstseinsprozesses. Und das sind sehr eindrückliche Bücher, davon gibt es unterdessen sehr viele. Es freut mich besonders, das möchte ich noch speziell sagen, dass neben Walter Emmisberger auch einige weitere Betroffene hier anwesend sind. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, danken, dass Sie gekommen sind und ich bekunde Ihnen allen meinen Respekt dafür, dass Sie trotz einer solchen Kindheit Ihren Weg gefunden haben und ich freue mich, wenn ich Sie in Ihren Anliegen unterstützen kann. Ich wünsche Ihnen zum Schluss nun allen ein genaues Hinsehen hier in dieser Ausstellung, aber auch im heutigen sozialen Umfeld. Denn wie gesagt, auch unsere Zeit hat ihre Missstände und Dunkelkammern und spätere Generationen werden uns einmal daran messen, wie wir uns hier und heute dazu stellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen noch haben, stelle ich gerne zur Verfügung. Ja. Ich habe in der Frage aber eine Kritik. Ich möchte hoffen, dass das letzte Mal ist, dass Sie das abgelesen haben, ab Blatt. Ich glaube, Sie haben viel Erfahrung und hätten das können so spannend erzählen können. Und für den Kinder erst recht hat es verdient, dass man sich ihrer Materie ein bisschen mehr interessiert, als einfach ein Manuskript ablesen mit Liebe Anwesende und ich weiß nicht was. Das einfach so als Kritik. Nehme ich entgegen und ich habe nicht viel zu sagen, als dass ich leider, das habe ich schon oft bedauert in meinem Leben, dass ich nicht der Rednertyp bin, der einfach anstehen und frei reden könnte. Und vor allem, es sind schwierige Themen und man muss sehr genau sein. Und darum auch habe ich mir das angehört, das alles an meinem Schrift zu machen und auch genau zu belegen, das steht dort auf Seite sowieso, ist dann und dann gewesen. Das ist auch ein Schutz. Aber also es ist sicher nicht so gemeint, dass ich sie nicht würde respektieren oder dass ich mir keine Mühe gebe. Also das ist schon so. Aber ja, tut mir leid, ich hätte es auch gerne anders. Ich wäre auch gerne ein Typ wie der Obama. Oder gut, also es gibt dann auch Redner, die haben das Gefühl, das wäre besser nicht so gut, die Redner. Ja. Ich bin sehr erfreut, dass jetzt da die Ausstellung ist. Dass die Frage gehört haben und auch da wie ein Ausschnitt da aus Schweiz aktuell jetzt da mal präsentiert nochmal gehört haben. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich sehr ja, erstaunt bin, dass der Herr Emmisegger das hat auf seiner eigenen Initiative raus und offenbar auch völlig frei hat müssen machen. Dass keine Verwaltung von der Gemeinde Feraldorf, nicht auch nicht von der reformierten Kirche, gut, wir sind jetzt da in der Kirchengemeindehaus, aber kein Interesse offenbar da dafür gezeigt hat. Nicht? Und ich würde jetzt da noch die Frage anschliessen, weiss man heute, wie viel Verdingkind in der Gemeinde Feraldorf gsi sind in den letzten 50 Jahren?